Eine neue Folge, ein neuer Tag und neues Glück. Hallo zusammen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Bäume hier einmal alle abzuholzen und mit den Setzlingen, die dann fallen, neu zu setzen. Denn ich habe das Gefühl, dass hier noch sehr, sehr wenig Gummi rauskommt. Also das, was hier sichtbar ist, ich weiß, hier oben ist auch immer noch was, aber dann sieht das immer so hässlich aus, wenn ich die Bäume, wenn ich die da abholze. Und deswegen holzen wir jetzt einmal die Bäume ab. Und dann hoffen wir, dass wir dann da viele, viele Setzlinge rausbekommen. Weil wir brauchen ja eine ganze Menge Gummi. Denn wir haben ja auch noch viel vor. Zuallererst nämlich einmal schlafen gehen. Wie gesagt, wir haben viel vor. Wir möchten uns viele, viele Solarpaneele bauen. Und dafür brauchen wir ja unter anderem auch das Gummi. Und das müssen wir uns jetzt organisieren. Gucken, ob ich da jetzt hinkomme. Ne, reicht nicht ganz. So, und das letzte noch. Fertig. Und der nächste Baum bitte. So, denn wie gesagt, der Quarry muss ja auch mit Strom betrieben werden und immer Lava holen ist ja auf Dauer ein bisschen ätzend, wie ich finde. So, tauschen wir das gerade mal aus. So. Da ist wieder einer gefallen, da ist auch schon einer gefallen. So, da haben wir schon mal keine Verluste. Bislang. So, und eine Rubber Tree Farm, die können wir uns auch mal machen. Also nicht jetzt, aber dann später. Was ich sonst noch machen möchte heute, ist, ich möchte mein Haus ein bisschen weiter bauen, dass wir da ein bisschen vorankommen. Und dann will ich mir ein paar Kisten in den Keller stellen. Und dann zeige ich euch, wie ich mir das so gedacht habe mit dem Sortiersystem, welches ich da so anstrebe. So, sind wir auch gleich schon durch hier. Da sind auch schon einige Setzlinge wieder gefallen. Das ist doch wunderbar. So, und das ganze Holz, das können wir dann nämlich auch zu Gummi verarbeiten. So, dann sammeln wir mal schnell die ganzen Setzlinge ein. Ein Apfel ist auch dabei. Und an den vormarkierten Stellen können wir das dann wieder setzen. Hier ist natürlich jetzt keine Stelle mehr. So. Hier noch einer. Und hier noch einer. Gut, und jetzt haben wir nämlich auch noch ein paar Setzlinge über. Mitten am Tag ist es. So, die nehmen wir uns aber auch noch mit, die Setzlinge. Also wir kommen gleich wieder und sammeln die ein. Aber zuallererst verwandeln wir unser Gummi. Also unser Holz verwandeln wir in Gummi. So, einmal rein in die gute Stube. Extractor. Wo haben wir denn? Sticky Risen. Dort. Haben wir hier noch was drin? Was war? Ein Zinnerz haben wir hier drin. Ach, das war ja Quatsch. Hätte ich auch erstmal in den Macerator packen können. Naja, egal. So, du bist auch fleißig am Arbeiten, das ist gut. Ich mach dich gerade mal aus. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Ja. So, wie ihr seht, ich habe mir noch eine Minimap installiert. Und der macht jetzt hier gerade gar nichts mehr. Wieso? Sehr seltsam. Also, Minimap habe ich mir noch... Ray's Minimap habe ich mir installiert. Das ist voll. Das ist auch voll. Das heißt, Solarprobleme sollte ich erstmal nicht haben. So, wollen wir mal gucken. Haben wir denn hier unser ganzes Holz noch drin? Ne, haben wir auch nicht.
legen wir mal zurück, was wir nicht brauchen. So, so, so. Das Schwarzpulver kann auch hier bleiben. Tja. Ah ja, und einen weiteren Mod habe ich noch installiert. Den Iron Chest Mod. Das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr so die normalen Holzkisten zu nehmen, sondern kann diese jetzt upgraden. So, wollen wir mal gucken. Haben wir noch eine Kiste hier irgendwo in der Tasche? Dann zeige ich euch, wie ich das meine. Für die, die es nicht kennen. So, also wir haben ganz normal eine Truhe. Und wenn wir da jetzt, ich glaube, ne, Bronze war das nicht, Kupfer war das gewesen. Wenn wir da jetzt Kupfer drum rumlegen, haben wir eine Kupferkiste. Diese Kupferkiste ist größer als eine normale Holztruhe. Und die können wir dann später auch zu einer Eisenkiste aufwerten. Wollen wir mal gucken. Haben wir hier ein bisschen Kupfer? So, dann nehmen wir mal dieses Kupfer da raus. Und dann machen wir uns da gerade mal so eine Kiste von. Also, Kupfer drumrum. So, und schon haben wir eine Kupferkiste. So. Und diese Kupferkiste, wie gesagt, ist jetzt größer als eine normale Kiste. Und diese Kisten kann man jetzt noch upgraden zu Eisenkisten, zu Goldkisten, zu Diamantkisten und zu Kristallkisten. Und die werden wir dann auch später in unserem neuen Haus verbauen. Zinn, und du hast noch Steine. Na gut. Ah, hier können wir doch nochmal das schon mal da reinlegen. Ach ja, ich brauchte noch Refined Iron, richtig? Richtig. So, dann wollen wir mal gleich mal Richtung Quarry fliegen und gucken. So, die Eisenbarren verwandeln wir gerade auch schon mal in Refined Iron um. Und dann wollen wir mal schauen, ob ich den schon ein bisschen Eisen gefunden habe. Ah, Moment. Ah, du arbeitest noch. Na gut, dann lege ich dich gerade mal hier ab. Und dann auf geht's. Ein bisschen Haus bauen. Schnell hinüberfliegen. Da baut sich das Haus schon auf, der Quarry. Ach, ich hätte mir ein paar mehr Glasscheiben mitnehmen können. Hm. Naja, egal. Hätten wir das Haus ja auch schon mal ein bisschen verschönern können mit Glasscheiben. So. Du arbeitest immer noch fleißig. Okay. So, wollen wir mal gucken. Also hier ist Erde drin und Kies habe ich da rein sortiert. Oh, dreimal Eisenerz. Na, das, wenn sich das nicht lohnt. Kupfer, Sand, weiter Ton und Steine. Ja, dann nehmen wir auch doch gerade mal den Sandstein zur Hand und bauen hier einmal fertig. So, dann setzen wir hier auch noch was rüber. Und einmal hoch. So. Das kommt dahin. Ah, komm schon. Ach, sehr anstrengend hier. So, und das kommt noch. Hier. So, dann ist das schon mal zu. Dann müssen wir hier vorne den Eingangsbereich noch ein bisschen ändern. Kommt dann mal weg. Na? Das kommt dahin. Du kommst auch weg. Zwei, drei, vier, fünf. 2, 4, 5. So,
So, lasse ich das so oder ziehe ich das da auch noch weiter hoch? Ich weiß das noch nicht. Naja, machen wir das erstmal so. Machen wir das hier auch gerade noch mal zu. So, und hier drüben auch noch. Und hier, so. Gut, hier drüben, das verarbeiten wir auch noch weiter. Gehen wir einmal Richtung Innenausbau. Und zwar haben wir jetzt so. Ziehen wir das hier rüber. Ja. Ziehen wir das einmal bis zum Ende durch. Oh. Mir fehlt hier ein bisschen Holz. Oh, dann suchen wir uns gerade noch mal Holz. Und schon gefunden. Tja, da fällt mir jetzt gerade ein, die ganzen schönen Setzlinge des Gummibaums vom Beginn werden jetzt wahrscheinlich weg sein, aber das macht nichts. Die Bäume haben wir ja alle nachgesetzt. So, dann wird es auch schon wieder dunkel. Alles mitnehmen. Wenn hier schon die Setzlinge fallen, nehmen wir sie auch gerade mal mit. So. Dann machen wir uns gleich die erste Etage mal fertig. So, hier sind noch ein paar Setzlinge. Oh, Creeper. Nee, nee. Und tot. Also, du, nicht ich. Stirb! So, hier setzen wir die dann auch gerade nochmal neu. Oh, und ich werde von einem Skelett verfolgt. Wo bist du? Irgendwo links bestimmt. Da, hinter mir. Ah. Fall um. Gut, haben wir hier genug wieder gesetzt? Ja, ich denke, das sollte genügen für den Anfang. Also. So, die Maschine hier darf einmal weiterarbeiten. Na, was denn jetzt? Will mich die Spinne etwa ärgern? Oh, ein Spinnenreiter oder was denn hier? Tja, das hast du jetzt davon, mein Freund. Hätte sich nicht mit mir anlegen dürfen. Das war aber sehr unfair, wie ich fand. Haben wir den Keller ja auch schon fast fertig. So, und hier, wie gesagt, kommen dann später die ganzen Kisten rein, die ich mir dann noch machen werde. Na, was ist denn jetzt los hier? So. Out of Holz. So, da haben wir wieder was. Das nehmen wir auch mit. Hier oben hatte ich mich auch noch verbaut, richtig? Richtig. So. Das setzen wir dann schnell hier hin. Eine fast sternenklare Nacht, kaum Wolken am Himmel. Ich stehe hier im Trockenen noch und arbeite. Und gleich fängt es bestimmt wieder an zu regnen. Wie fast so, das immer passiert.
Ja, Mensch, was denn los? Bauligastheniker. Oder nervösen Finger, das kann auch sein. So. Ach komm, so. Ja, das ist nicht beabsichtigt. Gehen wir wieder seitwärts, dann passiert uns das nicht so oft. So, 6 Holz haben wir noch. Plus die 2 sind wir 8. Ist schon wieder eine Spinne runtergefallen hier. Hat das auch noch was? Haben wir noch anderes Holz? Ja, guck mal, hätten wir auch noch. Ach, sehr, sehr schön. Dann kriegen wir das auf jeden Fall fertig gebaut hier. Ah. So langsam sollte ich vielleicht mal wieder was essen. Man weiß ja nie. So. Gut, das hier ist fertig. Dann setzen wir hier unten vielleicht nochmal die ein oder andere Fackel noch hin, dass mich hier nichts überrascht. Wunderbar. 10-mal Eisenerz. Das nehme ich mir dann auch mal mit. Wie gesagt, dann haben wir da schon mal wieder 20 Refined Iron draus gemacht später. Ach ja, und Sand nehme ich mir auch noch mit. Das schmelze ich dann zu Glas ein. So, und dann... Ja, wollen wir wieder mal zurückfliegen? Ja, ne? Ich hatte doch noch die Sandsteine und dann setze ich die hier auch gerade nochmal drauf. So, wie ich die Rückwand gestalte, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das wird sich dann alles zeigen. Oh. Spitzhacke. Ach, aber da fällt mir doch gerade ein, ich wollte hier noch die Etage noch reinziehen, habe ich gesagt. Boah. Ja, wird auch Zeit, dass ich Fackeln setze hier in meinem Haus. Das kommt da auch wieder hin. Oh no! Du dreckiger, dreckiger Creeper, du. So, ich werde auf jeden Fall einen... aber gut, klar, wenn man aus Sand baut, sollte man sich da auch nicht beschweren, ne? Ich werde jedenfalls einen Zaun drumrum setzen. So, haben wir denn jetzt noch ein bisschen Erde? 3 Stück. Na, klasse. 1, 2, 3. So, das war's. Keine Erde mehr. Keine Sandsteine mehr. Dann nehmen wir das mit. Gut, dann fliegen wir mal wieder zurück. Denn wir sind auch schon fast tot. Nicht, dass ich jetzt vom Himmel geholt werde hier. Was auch sehr fatal wäre, wäre, wenn jetzt mein Jetpack den Geist aufgibt. Ne, ist aber noch genug drin. Ah, wieso habe ich denn auch nichts zu essen mit? Habe ich noch was zu essen mit? Ne. Ich will lieber nicht runtertauchen. Also schnell nach Hause. Und eine Runde hinlegen. Die Bäumchen, die sind schon ja ein bisschen gewachsen. So, dann einmal eine Runde schlafen, damit es wieder hell wird. Dann eben was essen. Dann nach Gummi gucken. Dann Sand zu Glas verarbeiten. So, legen wir auch mal wieder zurück, das was wir gerade hier nicht brauchen. 1, 2, 3... Das sollte genügen. Ja, 2 hätten auch gereicht. So. Gut. Wollen wir mal gucken, ob wir hier draußen schon mal ein bisschen Gummi sehen. Oh, da ist noch eine Spinne.
So, und den einen oder anderen Setzling konnten wir ja doch noch retten hier. Guck mal hier, und da haben wir auch schon wieder ein bisschen Gummi zur Verfügung. Ne? Jetzt klicke ich auch ganz brav nur noch einmal auf jedes Loch, damit ich mir da nichts kaputt mache. So, und schnell nochmal runter, gucken, was hier so los ist, mein Gummi rausholen. 60 Gummi, ja, das hat sich ja gelohnt. So, in den Macerator kommt das Eisenerz. Daraus machst du mir jetzt bitte Staub. So, das Holz legen wir auch mal wieder zurück. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Zinnerz, Kupfererz, Kupferstaub. Obwohl, Kupferstaub, den kannst du mir doch mal zu Kupferbarren verarbeiten, bitte. So. 63. Also, Gummi sollten wir jetzt erstmal wieder haben. Zumindest ein paar. Und ja, hier haben wir jetzt erstmal nichts. Ja, Zinn, da ist noch ein bisschen Kupfererz. Ja, die ganzen Sachen, die werden wir dann später eh nochmal alle wieder rausholen. So, du lass ihn arbeiten. So, 64. Eisenstaub, ja, du machst das auch so langsam vor dich hin. Aber hier haben wir das Glas, das können wir dann auch schon mal. Boah, guck mal, den Unterschied, der braucht hier Ewigkeiten für eins. Und der macht das. Ja, nee, komm. Dann warte ich ja ein Jahr drauf, bis du fertig bist. Gut, klar, der braucht natürlich auch mehr Strom, aber hallo, Strom haben wir genug. So, Zinn. Nee, Eisen. Aber reicht mir auch nicht, ja. Ich brauche noch so viel Eisen. Ja. Aber was soll's, nutzt ja nix. Eisenbarren, die werden wir dann direkt auch wieder umwandeln in Refined-Eisen. So, 18, ja, das reicht auch noch nicht wirklich. Na gut, aber auf jeden Fall, der arbeitet, er masseriert jetzt so vor sich hin. Und dann können wir ja auch gleich hier schon mal wieder ein paar Eisenblöcke herstellen. Also Maschinenblöcke. Die setzen wir dann hier drüben wieder rein. Ach ja, hier haben wir ja auch noch das Gummi wieder. So, das verteilen wir ganz brav. Dann können wir uns nämlich auch gleich schon wieder ein paar Batterien herstellen. Die Batterien brauchen wir ja auch. Ah, ist egal, setzen wir jetzt einfach mal alles rein hier. So, warte mal, haben wir denn noch Zinn? Ja, 4. Hätte ich mir doch mein Zinn weiterverarbeiten sollen. Ja, ist auch nichts mehr drin. Das heißt, damit kann ich jetzt genau eine Batterie herstellen. Und was nutzt mir das? Erstmal gar nichts. Zinn, Redstone und eine Batterie. Naja, egal, die setzt man dann trotzdem mal hier rein. Ne, hier oben rein. Oh, kann man gar nicht. Kann man die nicht stacken. Ach, das ist aber schade. Ja, Generator raus, Batterie rein. Und diesen Generator setzen wir dann wieder hier rein. So, hier brauchen wir ja, wie gesagt, noch 8. Nee, noch 7 Stück zudem. Ja, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich will ja nicht jede Folge jetzt so unnötig in die Länge ziehen. Also dann, der Hausbau geht in der nächsten Folge weiter. Eisen habe ich ja dann hoffentlich auch wieder gefunden. Dann können wir das ein bisschen weiterverarbeiten. Ja, und dann kriegen wir hier wieder ein bisschen Strom. Dann werden wir die elektrischen Motoren an die Quarry anschließen. Ja. Also, wie ich immer sage, viel zu tun, viel zu wenig Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Tschüss.